einzelnen Seen, die würden nicht beim Wassergarten, die werden eigentlich fliegend überquert. Da geht es schnell wieder um den Tier zu kommen, wo beim Wassergarten die vielleicht zum ersten Mal gesehen werden. Da geht es dann auf den Wald drauf und möglichst weit abstoßen, denn der Wassergarten ist über 3,5 Meter lang und wird die Brücke lang. Meine Damen und Herren, Distanzwerfen geht weiter. Wir sind im sechsten und entscheidenden Durchgang. Der erste, Gerd Kanter mit 64,77 Meter. Jetzt momentan auf Rang 4 steht im Ring. In Führung, weiter, weiter, sich der Hindernis auf. Bernhard Banga, der gigantische Pacemaker, die ersten 1000 Meter fahren. Die Scheibe des Olympiasiegers ist nochmal weit geflogen über die 65 Meter Marke. Damit wird er wahrscheinlich auch den momentan zweiten Virgilius Alekna verdrängen können. Also der erste jetzt mit 66 Meter 60.